Wow, holy shit, da wurden wir jetzt aber direkt mal ein bisschen überrascht, würde ich sagen, hier mit unserem Zervos. Vor allem, haben die schon immer, Kreise? Ach, kann ich die jetzt schon kürzen, oder was? Nee. Ich frage mich nur gerade, ob die schon immer diese, ja, wie soll ich sagen, diese Stacheln da auf dem Rücken hatten. Ist mir ehrlich gesagt so noch nie aufgefallen, aber okay. Oh, ich weiß ja, was ich Bock habe. Achtung, 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 und... Nein, erst muss ich den noch da drüben schnappen. Jawohl, 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 jawohl. Das ist dann Nummer 2. Oh, der ist schon down. Oh, das ging ja fix hier. Das ist ja optimal. Und der fängt auch sich gleich noch ein. Na, ich wollte eigentlich nicht den anderen werfen, sondern eher dem einen reinhauen. Und dann... Oh, es sind schon 3. Da müssen wir mal hier was auspacken. Oh, dann gleich mal die fetten. Und komm, der ist auch dann gleich down. Sehr schön. Das ist es nämlich eben. Das Erdbeben ist irre gut für die Kleinen. Ach, jetzt kommt auch noch WTF. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt einmal mal das da. Und einmal mal einen Zorn der Titan. Weil das ist mir hier gerade ein bisschen zu viel Geplänkel mit zu vielen Leuten. Oi, 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 oi. What the fuck? Okay, das ist uns allen neu, glaube ich. Holy fuck. Das war eine die neue Fertigkeit, die ich da gelernt hatte. Während dem Zorn des Hades. Dem Zorn der Titanen. Und das war gerade durchaus extremst geil. So, dich mache ich auch noch fertig. Ah, du bist erst Treffer 1. Wollen wir mal hier noch ein bisschen Erdbeben, damit der kleine da hinten noch verschwindet. Oh, könnte ich dich auch noch finishen? Oh, ich bin recht hoch, genau. Sehr schön, wieder einer weniger. Ey, wie viel kommen denn da noch? Jetzt wird es zwar hier gerade ein bisschen brenzlig. Ach, da gibt es ja Energie. Oh, ist überragend. Dann machen wir hier gleich nochmal kurz den Weg frei mit dem Zorn der Titan. Und dann, komm, 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 komm. Jawohl, nur wegen dem Zorn der Titan habe ich das gerade überlebt, aber das ist ja mal optimal. So, dann gehst du down und dann sieht das eh ganz gut aus, würde ich sagen. Habe ich das verdammt gut eigentlich hingekriegt. Ohne dass mir jetzt anderweitig groß was passiert ist. Nur noch der eine. Oh, klaro. Vor allem, die geben halt immer schön Zorn der Titanen. Sobald man die mit der Kreistaste besiegt oder zwischenfinisht. Und dann ist das Ding auch schon wieder fast voll, ne? Sehr gut. No, das war eigentlich ganz in Ordnung. Das war jetzt nicht so schwer. Das finde ich, habe ich mir ganz gut gemacht. Ah, hier ist eine Leiter. Da gehen wir gleich mal hoch. So, oh, ein Speicherpunkt. Den nehme ich natürlich liebend gerne mit. Vielen Dank dafür. Ein Opfer. So. Wo geht es jetzt für uns weiter? Hier haben wir auf jeden Fall mal Energie, die ich eigentlich überhaupt nicht brauche, ne? Weil wir haben gerade quasi zum Ende des Kampfes erst die Energie aufgenommen. Ja, aber wir können auf der anderen Seite runter. Jetzt ist nur die eine Frage... Genau, ist nämlich hier noch was? Oh, ja, toll. Das habe ich schön gemacht. Einfach runtergefallen. Aber auf der anderen Seite ist noch was und da kann ich doch garantiert auch rübersprengen. Und ich solle recht behalten. Sehr schön, da kann ich auch runter. Aber das ist nicht dahinter, kann es sein. Oder doch? Soll ich da jetzt runter? Nee, ich glaube, hätte ich nicht tun sollen, oder? Oh oh. Komme ich da jetzt wieder raus? Weil an sich war es nicht blöd. Ich habe jetzt schon gut was abgegriffen, aber die Frage ist, komme ich da jetzt nochmal hoch? Oh oh. Ja. Nein? Doch. Doch. Ha! Oh, dann war das ja sogar eine gute Idee. Dann habe ich jetzt hier schön Orbs abgegriffen und dann... So, weil sonst wäre ich jetzt hier gleich den normalen Weg gelaufen und hätte dann wahrscheinlich nicht mehr zurückgekonnt oder so. In diesem Sinne, alles richtig gemacht. So. Doch, ich hätte schon zurückgekonnt wegen der Leiter. Ach, hier ist mal wieder Zeit anhalten. Okay, soll ich das gleich machen? Mach ich einfach mal. Ich glaube aber irgendwie nicht, dass das Sinn der Sache ist. Oh, was haben wir da jetzt? Ich sehe jetzt nicht viel. Ah, jetzt hat... Verhindere, dass du die Göttinnen erreichst.
Was für ein Idiot oder was für ein Arsch. Ja, er will es verhindern, weil, ja, es war wahrscheinlich wieder so ein Übersetzer. Der hätte uns sagen sollen, was da steht. Hm, scheiße. Ich habe hier so ein bisschen Angst, dass das runtergeht. Dass ich jetzt zurückgehen sollte, die Zeit anhalten. Was soll ich da runter? Geht gar nicht. Okay, das Tor scheint auch nicht zuzugehen, dann... Jetzt sind wir hier beim Auditorium des Atropos. Hä? Ach nein, wie cool ist denn das bitte? Das ist quasi eine Art Zeitreise. Und wir müssen halt jetzt verhindern, dass der sich umbringt. Damit er hier das aufmacht dann für uns. Ist ja eine geile Idee. Ist ja eine geile Idee. Ich gucke jetzt trotzdem mal kurz. Sie können die Sprache nicht lesen. Ja, genau. Das heißt... Ich muss quasi die Zeit aktivieren, dann hier aufmachen, dann bringt er sich um, dann gehe ich da rein. Okay, 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 ich verstehe. Sehr, sehr lustige Idee. So, das heißt, wir machen das so weit weg wie möglich. Nämlich ungefähr hier. Dann schnell, 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 schnell. Ach so, sobald ich den Hebel betätige, ja, okay, dann... Ist halt so. Klar, geht ja auch viel schneller, ne? Oh, das wird aber eng! Verhindere, dass du die Göttinnen erreichst. Ach so, und das Tor geht dann quasi in dem Moment. Und da müssen wir aber trotzdem ganz schön schnell sein. Kann ich das nicht von hier aus schon machen? Doch, das geht auch von hier schon. Ach, wenn die Steuerung in dieser Zeitspanne nicht so komisch wäre. Hä? Dass du die Göttinnen erreichst. War ich jetzt einfach nicht schnell genug, oder was? Kann ich es auch von hier aktivieren? Nee, ne? Muss schon im Blickwinkel sein. Ja, irgendwie so nah wie möglich halt, ne? Ach du Scheiße. Guck, 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 guck. Hä? Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Also die Tür geht definitiv zu. Wartet mal, ist da nicht auch wieder was rechts? Nein, da stimmt aber nur das Tor. Irgendwie muss ich die Tür aufhalten. Irgendwie muss ich die Tür aufhalten. Habe ich hier irgendwas übersehen? Weil die Tür geht zu, schneller kann ich es nicht machen. Wir können doch einfach die Statue mitnehmen. Wie praktisch wäre das denn? Das wäre mal das Einfachste von allem. Da muss ich mir auch nicht den Stress mit dem... Ach so. Ich glaube, ich weiß schon, was sie von mir wollen. Weil, wie gesagt, schneller kann ich nicht sein. Das heißt, die Tür geht so oder so zu. Das heißt... Haut das hin. Ich kann es nämlich gar nicht reinziehen, wie man sieht. Ich probiere das jetzt mal so. Weil die Idee ist ja klasse. Hä? Oh, ich muss ja genau davor stehen. So. Also jetzt kann es an der Zeit nicht scheitern. Ich verhindere, dass du die Göttinnen erreichst. Nein! Hä, wie schnell? Oh, da soll ich dann nochmal die Zeit anhalten? Okay, ich denke, ich muss dann einfach nochmal die Zeit anhalten. Weil das Ding geht nämlich nicht zu, ja, sieht man ja auch. Das ist ja genau da. Passt genau rein. Ich muss einfach zweimal die Zeit anhalten. Deswegen hätte man es auch hier hinschieben müssen. Genau. Oh, shit, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Komm her, komm her, komm her! Nein! Die Drecksau, das war knapp.
Das war richtig schön knapp. Ach so, dann muss ich ja hier die Zeit noch gar nicht anhalten, sondern erst hier logischerweise. Natürlich, macht viel mehr Sinn. So, jetzt krieg ich dich aber. Du Sau, du. Wie cool ist das denn schon wieder gewesen? Das hat mir gerade richtig gut gefallen. Lies die Worte. Hört mich an, edle Schicksalsgöttinnen. Erneut bittet jemand, der das Schicksal der Menschen verändern möchte, um euer Gehör. Lies! Lies! Als Würdigkeitsbeweis. Nein, Kratos! Das wird unser aller Ende sein! Du musst aufhören! Du bringst dich doch eh um. Also hau raus jetzt! Nehme es an. Ich gebe mein Blut, um den Weg zu erleuchten. Das Tor ist gebrochen. Genau wie der Phönix, der aus seiner Asche wiedergeboren wird, suchst du nach einer zweiten Chance. Finde diese Asche und befreie den Phönix. Nur dann wirst du den Weg zum Tempel der Mäuren finden. Wow, wir sollen jetzt den Phönix befreien. Das klingt ja krass. Okay, die Tür ist jetzt aber für uns offen. Wir entnehmen den Schädelschlüssel. Kriegerschädel. Und können das Tor aufmachen. So. Was haben wir denn hier jetzt? Aha. Also hier müssen wir irgendwas drehen. Ah, Aufwind für uns. Zumindest damit wir da mal hinkommen. Und dann... Gibt es noch mehr Aufwind für uns? Nein? Muss ich erst wieder ganz aufmachen. Ach so. Und jetzt ist es richtig offen dann. So, dass wir ganz nach oben kommen, ne? Nein? Und der Hebel ist ja auch wieder zurück. Muss ich beides gleichzeitig dann machen? Ja, wahrscheinlich. Würde Sinn machen eigentlich. Deswegen ist das so zeitbegrenzt, ne? Komm, komm, komm. Ach, scheiße. Ich dachte, da könnte er sich da festhalten. Weil je schneller ich das mache, desto besser natürlich. Wenn es dann richtig hart auf Zeit geht. So, jetzt hat den noch aktivieren. Schnell, 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 schnell. Mann! Ich kann doch hier keine Zeit anhalten. Ah! Nicht ganz gesehen, wo genau ich da jetzt hin soll. Ey, da passiert nichts. Soll ich... Vielleicht soll ich es genau andersrum machen. Erst den Hebel und dann unten aufdrehen. Ja, das könnte natürlich auch sein. Muss nur dann natürlich... Oh, darf ich nicht so lange warten.
Ja. Optimized. Wow, haben wir geschafft. Gut, passt. Jetzt ist die Frage, wohin? Muss ich die Dinger jetzt erst hier kaputt machen, oder? Ach, kann ich das einfach kaputt machen? Oh ja, Tatsache. Ja klar, dann machen wir das natürlich. So, und hier jetzt runter? Ich gehe mal davon aus, ja. Genau. Okay, prima. Yo, Leute, das haben wir soweit mal geschafft. Ich würde sagen, das war's fürs Erste. Ja, jetzt müssen wir natürlich schauen, was es da mit diesem Phönix auf sich hat. Ich finde ja Phönix immer ziemlich geil. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und schauen, ob wir das Rätsel um den Phönix lösen können.